Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, was ich im Action geshoppt habe. Ich war mal wieder da, um ein bisschen Bastelkram zu kaufen. Und ich habe hier so einen Karton geholt, der so ein bisschen spiegelt. Ich hole den mal raus, damit ihr das vielleicht richtig sehen könnt. Das sind ganz verschiedene Farben mit drin in dem Set. Gold, rosa, lila, Türkis, Silber. Und hier sind dann nochmal so Brauntöne und so ein Weinrot. Ja, sind richtig tolle Farben. Alle in A4 und sind richtig stabil auch. Ja, da lässt sich schon was mit anfangen. Dann habe ich hier ja, die typischen großen Blöcke gekauft. Und zwar für Weihnachten ist das jetzt. Das ist der Silver Shiny. Dann haben wir hier noch den Purple Shadows. Den fand ich auch ganz toll. Der hat jetzt gar nichts mit Weihnachten zu tun, aber so dieses gemischte Grün und Lila, das mag ich sowieso total. Und für ein Mini-Album oder so ist das bestimmt richtig schön. Kann ich mir schon gut vorstellen. Dann habe ich hier nochmal Trendy Christmas. Wer meinen anderen Action-Haul gesehen hat, der weiß, dass ich den schon habe. Aber den habe ich jetzt mal meiner Tante mitgebracht, wenn die den haben möchte. Oder vielleicht noch für ein Tauschpäckchen. Und der Golden Glow, den habe ich auch zu Hause. Also, wenn jemand mit mir tauscht und den eventuell noch haben will, dann kann er Bescheid sagen. So, dann habe ich mir hier so eine Box gekauft mit ganz vielen kleinen Fächern. Die fand ich ganz gut. Vor allem, weil man die umdrehen kann und dann die gleiche nochmal da hat. Ich weiß noch nicht, was ich reinmache. Ich wollte eigentlich meine ganzen Pailletten für die Schüttelkarten jetzt reinmachen, aber die Fächer sind an sich doch recht groß und ich kann euch das mal zeigen. Jeder kennt ja die Pailletten vom Teddy zum Beispiel. Und zwar habe ich mir da von Teddy diese Boxen gekauft und pack die dann da rein. Und selbst diese kleinen Mini-Fächer sind schon eigentlich viel zu groß für die einzelnen Farbpailletten. Und deswegen muss ich mal gucken, was ich hier reinmache. Vielleicht meine Holzstreuteile oder mal schauen. Ja, dann habe ich, weil ich liebe Weihnachten über alles. Und ich mag das total, wenn meine Tassen und Schälchen und irgendwie sowas so in richtigen ja, Weihnachtsmannformen sind. Halt so ein bisschen besonders und total kitschig und ja, die musste auf jeden Fall mit. Hat gar nichts mit dem Basteln zu tun, aber da konnte ich nicht dran vorbeigehen. Dann habe ich hier nochmal die Tüten mitgenommen. Für die Card Candies sind die halt ideal. Dann, was auch nicht fehlen darf, diese 3D-Pads, Klebepads in verschiedenen Dicken sind die ja immer. Dann habe ich hier mal so ein Magnetband mitgenommen. Mal schauen, ob da die Bottle Caps dran halten oder nicht. Ansonsten, man sieht ja hier auf dem Foto, also auf dem Bild, da haben sie ein Foto mit Magnetstreifen angeklebt. Mal schauen. Dann habe ich hier noch so ein dünnes, doppelseitiges Klebeband mitgenommen und dieses dicke. Also das klebt echt wie Sau. Also wenn man das mit der Schere in der Mitte durchschneiden will, weil es einfach zu breit ist für manche Schüttelkarten, ja, dann klebt das echt wie Sau an der Schere fest und man kriegt das eigentlich gar nicht mehr ab. Dann habe ich hier noch so ein Band geholt. Na, stellt ihr das nicht scharf?
Nee, Villa. Doch jetzt. Und zwar ja für die Resin-Schlüsselanhänger und so. Und ja, ihr kennt das ja sicher, man kauft immer und weiß eigentlich gar nicht wofür. Da weiß ich jetzt allerdings, wofür die sind. Und zwar Holztannenbäume. Und da dachte ich mir, für die Backflips mit dem Weihnachtsthema, da sind die ideal. Oder halt zur Deko auf dem Weihnachtstisch, dann finde ich die auch ganz toll. Hier sind noch welche für die Backflip. Dann haben wir hier noch welche mit Gold, Silber. Und da fand ich hier dieses Merry Christmas so toll. Deswegen mussten die auch noch mal mit. Und dann ganz, ganz süß in Filz. Ich hoffe, das blendet euch jetzt nicht zu sehr wegen der Folie. Ja. Ist eigentlich auch ein super schönes Rot, aber da jetzt das Licht draußen dunkel ist, weil wir ja schon wirklich spät haben, durch die Lampe sieht das eben ein bisschen ja, orange aus, finde ich. Dann haben wir hier so eine Holzrahmen. Da habe ich auch schon, glaube ich, zwei Packungen von. Also so eine ähnlichen. Und habe die noch nie benutzt. Weiß auch gar nicht, wofür. Dann habe ich die hier genommen. Ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt in einem Video gesehen, dass sie gar nicht so toll sind. Naja. Egal. Dann haben wir hier Glitzersteinchen. Irgendwie kaufe ich immer bei Action, obwohl ich eigentlich lieber von Doreen Beats welche hätte. Aber naja, ich weiß auch nicht. Da haben wir hier die Herzchen. Dann haben wir die nochmal in Rosa und Pink. Mit so einem Türkis oder helles Blau. Und nochmal Schwarz, Silber, Weiß. Die schwarzen Steinchen, die habe ich eigentlich nur mitgenommen wegen Halloween. Ich habe für die ganzen Halloween-Sachen gar nichts an Steinchen gehabt, so in Schwarz. Und deswegen. Dann habe ich mir die nochmal mitgenommen. Da hatte ich ja schon welche in Grün, Blau und ich glaube auch so ein Lila. Ja. Dann habe ich mir Bratz mitgenommen. In Hellblau, Beige, Dunkelbraun und Gold. Und nochmal eine Packung in Gelb, Orange, dann Rot und Pink. Dann, damit ich mit meinen neuen Stiften dann auch mal richtig kolorieren kann, habe ich mir hier nochmal so ein Pinselset mitgenommen. Und dann mal schauen, ob ich das dann richtig hinkriege. Also ich bin da noch kein Profi drin. Das dauert noch, glaube ich, einige Zeit, bis ich da richtig fit drin bin. Und zu guter Letzt zeige ich euch noch die ganzen Stempelsets, die ich ergattern konnte, wenn ihr das denn dann mal scharf stellt. Und zwar sind das hier die mit der passenden Stanze. Ich habe die in doppelt und dreifacher Ausführung manchmal mitgenommen, weil ich mir dachte, ich mache jetzt ja Tauschpäckchen. Und Backflips, da kann man die bestimmt ganz toll dann als Goodies mit reinpacken. Ich zeige euch auch gleich auf meinem iPad die anderen. Kleinen Moment. Und zwar, wenn euch jetzt hier von den Stempeln eins gefallen sollte, also das ein oder andere, und ihr zufälligerweise zu Hause, oh, jetzt spiegelt es natürlich gerade ganz doll, eins von diesen Sets zu Hause habt und tauschen wollt, dann meldet euch bitte bei mir, weil von diesen gab es nämlich gar nichts bei dem Action. Also das heißt, eigentlich bin ich nur wegen den Stempeln da hingefahren und ja, habe jetzt halt die Weihnachtsalternative sozusagen mitgenommen und hoffe, dass einer von euch vielleicht ein Weihnachtsset gegen eins von den anderen da tauscht. Und hier haben wir noch mal so Blümchen und die passenden Stanzen dazu. Ich sehe gerade, ich wollte eigentlich zweimal die gleichen mitnehmen, aber es sind andere Blumen.
Ja, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn jemand diese Stempel zum Tauschen hat. Und einen Teil habe ich gerade noch entdeckt. Und zwar ist das hier so ein Schmuck-Adventskalender. Und ja, den habe ich auch noch mitgenommen. Da sind 24 Teile für so ein Armband drin. Hinten ist auch abgebildet, was drin ist. Aber falls die Beschenkte das Video sich anguckt, dann soll sie sich ja trotzdem überraschen lassen. Und ja, jetzt habe ich schon wieder viel zu viel Mist erzählt hier. Ist auch schon spät. Ich muss eigentlich ins Bett. Bin müde. Aber ich hoffe, ihr hinterlasst mir trotzdem einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben.